Willkommen zu einem neuen TechView Vlog und hier auf Waiheke Island, Oneroa, so heißt der Strand hier hinter mir. Das ist ein besonderer Strand, etwa 40 Minuten, 50 Minuten mit der Fähre entfernt von Auckland, also in Neuseeland. Und warum bin ich hier? Nun, ich habe einen ganz speziellen Kameratest für euch. Ich möchte mein Mate 30 Pro, was ihr jetzt gerade hier seht, was hier das Ganze aufnimmt und ihr seht hier wunderschön den Strand und die Boote im Hintergrund, antreten lassen in einem Kameravergleichstest mit meinem Huawei P30. Und zwar hat dort ja die EMUI 10 Version einige kleine Verbesserungen in Sachen Kamera gebracht und ich habe mir gedacht, okay, beide Kameras kann man wieder gegeneinander antreten lassen. Vor allen Dingen war ja diese super Weitwinkelkamera, die mich jetzt hier aufzeichnet, ein bisschen was ja schmaler ist als die P30 Weitwinkelkamera und andere Eigenschaften hat, genauso wie auch der Hauptsensor. Und ja, das wollen wir uns jetzt ganz genau anschauen. Bleibt also dran. Grundsätzlich sieht man große Unterschiede bei Tagesaufnahmen nur durch das Hineinzoomen. Das P30 hat bei seinem Hauptsensor, der gleiche ist wie beim Mate 30 Pro, keinen Bildstabilisator. Zudem neigt die Software auch etwas zu längeren Verschlusszeiten, um die kleinere Blendenöffnung im Vergleich zum Mate 30 Pro zu kompensieren. Das führt bei genauerem Hinsehen dann zu einem etwas verwackelteren Bild mit etwas weniger Details als zum Beispiel bei Mate 30 Pro. Das zieht sich fast durch alle Bilder hindurch. In normaler Ansicht sieht das gleich aus. Auch der Weißabgleich und die Farben sind nahezu identisch. Erst wenn wir hineinzoomen, bemerken wir, dass das Mate 30 Pro schärfere Bilder macht. Bei Ultraweitwinkelaufnahmen gibt es einen durchaus nicht zu vernachlässigbaren Unterschied. Und nein, ich rede nicht von der 17 mm Brennweite beim P30, das etwas weiter ist als die 18 mm beim Mate 30 Pro, sondern von der Sensorgröße und der Blende. Das Mate 30 Pro hat hier den viel größeren Sensor, den größten im Smartphone übrigens, was außergewöhnlich ist, da dies normalerweise immer der Hauptsensor ist. Unterschiede in der Helligkeit sind also deutlich erkennbar. Das Mate 30 Pro hat hier aber insbesondere bei Fotoaufnahmen durchaus Probleme mit Überbelichtung. Das P30 zeigt hier das dunklere Bild, das ein wenig mehr nachgeschärft worden ist, aber auch insgesamt den besseren Eindruck macht. Die Bildauflösung von 16 Megapixeln beim P30 versus der 10 Megapixeln beim Mate 30 Pro macht aus meiner Sicht keinen großen Unterschied. Bei Nahaufnahmen zeigt das Mate 30 Pro einen etwas wärmeren Weißabgleich als das P30. Auch das Bokeh, also die Hintergrundunschärfe, zeigt einen kleinen Unterschied. Hier ist das Mate 30 Pro einen Ticken unschärfer und zeichnet also das weichere Bokeh. Das P30 hat noch eine Sonderfunktion, nämlich Super Makro. Das ist beim Mate 30 Pro weggefallen und selbst wenn man bei dem normalen Bild hineinzoomt, gibt es eben bei der Nahaufnahme einen klaren Gewinner. Hier hat das P30 deutlich die Nase vorn mit seinem Super Makro. Die Tendenz beim Mate 30 Pro, ein etwas wärmeres und helleres Bild zu erzeugen, kann man auch beim Hauptsensor durchaus beobachten. Beim P30 merkt man den etwas aggressiveren Scharfzeichner. Zudem neigt das Mate 30 Pro hier öfters eine Hintergrundunschärfe in Bilder hineinzurechnen. Beim P30 erkennt man manches Mal auch die Tendenz zu mehr chromatischen Aberrationen, also man muss da aber schon genau hinschauen. Chromatische Aberrationen, also ein etwas Glühen rund um abgelichtete Objekte. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Linse jetzt ein bisschen was mehr benutzt worden ist als beim Mate 30, aber es ist mir aufgefallen. Ansonsten schießen beide Kameras wunderbare Fotos, egal jetzt ob im Weitwinkel oder im Superweitwinkel. Es sind einfach wunderschöne Fotos, die damit geschossen werden. Bei Schummerlicht gibt es ansatzweise erkennbare Unterschiede. Der langsamere Verschluss beim P30 kann manchmal für weichere Aufnahmen sorgen, wie hier bei den Wellen im Meer zu sehen, die man ja durchaus noch besser erkennen kann am Mate 30 Pro, obwohl es halt hier durch eine dreckige Fensterscheibe hindurch fotografiert worden ist.
wird es noch dunkler, machen sich der fehlende Bildstabilisator und die kleinere Blende beim P30 durchaus bemerkbar und können ein durchaus brauchbares Bild beim Mate 30 Pro mit einem fast unbrauchbaren Bild beim P30 zeigen. Andererseits kann aber auch die kleinere Blende dafür sorgen, dass weniger Licht einfällt und man ein durchaus auch besseres Bild hinkriegen kann als beim Mate 30 Pro mit seiner größeren Blende, die bei direkter Lichteinstrahlung von den diversen Lichtquellen hier zu einem etwas unschärferer wirksamen oder wirkenden Bild wird und trotz höherer Verschlusszeiten das Ganze dann auch mithilfe des schärferen Nachzeichners beim P30 dann durchaus dafür sorgt, dass das P30 hier das schärfere Bild erzeugt. Bei Nachtaufnahmen im Automatikmodus sieht man bei genauerem Hinsehen den wieder stärker eingreifenden Scharfzeichner. Das P30 wirkt gerade in der 100% Ansicht dann doch etwas künstlicher, muss man aber auch durchaus sagen. Das Mate 30 unschärfer, deutlich unschärfer, aber dafür etwas natürlicher. Aufnahmen im dedizierten Nachtmodus sind surreal schön und zeigen nur minimalistische Unterschiede, wenn man also ganz, ganz genau hinschaut. Und beide Aufnahmen sind einfach sehr beeindruckend, auch wenn sie jetzt hier aus einem etwas anderen Blickwinkel geschossen worden sind. So, das ist mal das Vergleichsvideo mit der normalen Kamera, den Standardeinstellungen des P30 aufgenommen, das Video. Es müsste ein bisschen was näher dran sein als beim Mate 30 Pro, weil das Mate 30 Pro standardmäßig bei den Videoeinstellungen in Superweitwinkel aufnimmt und hier das P30 nur mit dem Weitwinkel aufnimmt. Ich kann aber gleich nochmal in den Superweitwinkel wechseln und dann seht ihr sicherlich auch noch mehr von dem Strand hier und könnt dann nochmal vergleichen, wie das dann so aussieht. Also jetzt Superweitwinkel beim P30. So, und jetzt der Superweitwinkel des P30. Ihr seht vielleicht ein bisschen was weiter, aber die Qualität nicht ganz so gut. Und ja, das ist also der Superweitwinkel beim P30. Und ihr seht den Hintergrund hier immer noch schön. Die Sonne geht gerade runter, aber immer noch wunderbar anzusehen. Und was haltet ihr von der Videoqualität des P30 im Vergleich zum Mate 30 Pro? So, der Superweitwinkel des Mate 30 Pro habt ihr ja auch am Anfang gesehen. Ich habe nur gesehen, da war mein Gesicht so ein bisschen unterbelichtet. Jetzt ist das, glaube ich, ein bisschen was besser geworden, weil die Sonne ein bisschen was anders steht. Und ich möchte es natürlich fair halten mit dem P30 und dem Superweitwinkel dort. Und ja, was haltet ihr vom Superweitwinkel des Mate 30 Pro? Wie schlägt er sich im Vergleich zum P30? Und nochmal ein Video mit dem Mate 30 Pro und diesmal mit dem normalen Weitwinkel. Und wie schlägt der sich so im Vergleich zum P30 und dem Weitwinkel oder vielleicht auch dem Superweitwinkel? Verratet's mir. Ihr seht, die Sonne geht so langsam wirklich unter und das Wasser immer ein bisschen was weiter weg. Aber ja, die Laune wollen wir uns nicht vermiesen lassen. Ihr könnt natürlich auch im Kommentarbereich fleißig posten, was ihr für die bessere Kamera haltet und falls ihr beide Modelle selber im Test habt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt und natürlich auch fleißig liken und subscriben. Das war's für diesen Kameravergleich und bis zum nächsten Mal. Ciao! So, ich habe die Selfie-Videos noch vergessen. Jetzt mal mit den internen Mikrofonen, um nur mal zu testen, wie so die internen Mikrofone sind. Ganz klar ist eines, sie werden auf jeden Fall, sie werden auf jeden Fall das Gesicht besser klarstellen als die rückwärtige Kamera. Und ich werde jetzt hier wieder aus dem Bild gezogen. Das ist das P30 mit der Frontkamera. Und jetzt das Mate 30 Pro mit der Selfie-Kamera. Und dem Audio direkt aus der Kamera, vielleicht auch mal als Vergleich ziemlich interessant für den einen oder anderen. Wir sind gerade jetzt auf dem Weg wieder zurück zum Hafen, der uns zurückbringt mit Hilfe der Fähre nach Auckland. Und wunderschöner Tag. Und was haltet ihr jetzt von diesem Selfie-Video?